Freunde, was geht ab? Willkommen zurück zu Pokémon Mega Adventure. Ich glaube, wir stehen vor dem vierten Orden. Glaube ich, oder? Die letzte Aufnahme ist ein bisschen her. Ja, ich kann mich dran erinnern. Genau, wir haben den Trainer zuletzt gemacht, weil wir Pokémon leveln wollten. Genau, wir haben Albert im Team. Lass mich mal eben checken. Könnt ihr auch ein Team Recap machen, ist dann die allererste. Ich hatte an sich keine Team Recaps vor, weil... Ist jetzt auch keine Nuzlocke so, aber ist ja trotzdem egal. Wir haben Albert auf Level 18 mit einem speziell defensives Wesen. Attacken Volt Switch, Thunderbolt, Grass Knot und Quick Attack. Genau, Volt Switch und Grass Knot habe ich beigebracht. Die Coverage. True. Okay. Darunter Beast 25 mit einem Special Wesen. Was nice ist, ist auf jeden Fall not bad. Mit Excisor, Absorb, Pursuit, Cut. Ich hoffe immer noch auf die Laubklinge. Wäre mal ein geiler Move. Darunter Treebi auf Level 28. Mäßiges Wesen. Gutes Wesen. Mit Fairy Wind, Magical Leaf, Grassy Terrain und Wish. Darunter Sandy 27. Hartes Wesen, by the way. Habe ich gar nicht gecheckt. Ist okay, ich hätte gerne einen Speedwesen. Wäre vielleicht sogar noch besser, aber hartes Wesen nehme ich auch, definitiv. Mit Wing Attack, Quick Attack, Tackle, Growl. Darunter Urban mit einem Speedwesen. Ist okay, wir müssen es halt speziell spielen, wie ich es ja schon damals angesprochen habe. Mit Bite, Firefang, Ember und Bulkup. Und zu guter Letzt haben wir Mr. Slime auf Level 12. Auch ein Spezial-Attack, Defensive geht runter, das ist, ja, ist okay, Scald, Mudslap, Mudbomb, Wallpulse. Ich glaube, ich habe bei den anderen die Level vergessen, oder? 29, 27, 18, whatever, scheiß drauf. Hauptsache, wir sehen das Team. So, ja, ich würde, glaube ich, einfach mit Albert leaden, denke ich mal. Wir müssen ja hier irgendwie die Schalter finden oder so, wurde ja gesagt. Wir haben einen Switch, befindet sich der andere Switch dann auf dieser Seite? Ja. Okay. War jetzt irgendwie kein Puzzle. Ich hätte es cool gefunden, wenn man zweimal falsch liegt, dass sich das resettet und dann die Schalter sich woanders befinden. Aber okay. Even if you win me, you won't be able to meet Mr. Faulkner easily. Okay. Ich weiß nicht, ob wir die bekämpfen müssen. Wir machen es einfach mal. Ich meine, wir müssen eh noch leveln mit Albert und so. Von daher... ist okay, wir machen einfach eine Volt Switch. Ja, gut. Es ist früh am Morgen. So viel sei gesagt. Kann es eine Giftattacke? Ich hoffe nicht, aber ich gehe in Beast einfach, weil wir Beast auch noch leveln müssen. Die anderen sind ein bisschen zu overleveled, mein Geschmack. Wir werden sehen. Schaden, das war ein Crit. Okay, ich dachte, das wäre ein normaler Hit. Dann hätte ich nämlich gesagt, das ist guter Schaden, aber das ist leider kein guter Schaden. Absorb macht wahrscheinlich ja, genauso viel gemacht wie der Extra, so ein Crit. Okay. Ist beim trotzdem weiterhin Absorb. Warum nicht? Crit, okay. Knock off 63, ja, ist okay. Whatever. Gut, Gligos down. Und dann würde ich sagen, falls euch dieses Projekt ein bisschen gefällt, falls ihr sogar vielleicht jede Folge geschaut habt, lasst mich mal in den Kommentaren wissen, was bis jetzt euer Lieblingsmoment war. Und wenn ihr das Spiel vielleicht selbst irgendwo gefunden habt, wo ihr es euch auch selbst holen könnt und ihr weiter gezockt habt, weil ihr findet das Game gut oder so, lasst mich mal wissen, welche Moments noch vor uns warten, die vielleicht ein bisschen crazy sind oder so. Ansonsten, wenn euch das Projekt eh gefällt, lasst gerne einen Daumen nach oben. Der Support ist kein Mord, Boys and Grills. Ihr wisst, wie das ist. Wir haben hier legit gar nichts. Wir haben keine Giftattacke oder Stahlattacke oder so, oder? Sieht halt alles relativ sad aus, ha? Huh? Wir bleiben trotzdem mal mit Beast drin und hoffen einfach darauf, dass wir Schaden drücken. Ist okay.
Aurora Beam. Das ist nicht okay. Das ist nicht okay. Ich wollte jetzt gucken, wie viel der zweite Exzessor macht. Er wird nochmal Aurora Beam droppen. Das heißt, wir gehen einfach... Ich muss in Urban. Sonst bleibt uns nicht übrig. So, alles, was er machen sollte, sollten wir resisten, außer er macht Body Slam oder so. Ja, dann würde ich einmal Bulk abdrücken, glaube ich. Und dann Fire Fang. Night Screen. Okay. Gut, dass wir physisch sind. Trotzdem nochmal ein Bulk ab. Ey, diese Legendaries in diesem Projekt killen mich. Die killen mich. Legit. So, Fire Fang. Hat nicht ganz gereicht. Ist aber okay. Das heißt, wir machen einen Amber. Dieser Cry, Alter. Level 30. Entwickelt sich Urban auch auf 36? Es ist ja an sich standardmäßig, dass die Starter sich so auf 36 entwickeln. So 16, 36. Aber irgendwie ab der zweiten Gen, das weiß ich noch, haben die da ein bisschen rumgespielt. Und manche entwickeln sich dann auf 32. Manche auf 34. Manche, was weiß ich. Ist so, ach, keine Ahnung, Alter. Hidden Power. Ja, machen wir gegen Mudslap weg, damit wir noch mehr Coverage haben. Damit wir einfach mehr Coverage haben. So, wie funktioniert das? If your answer is true, the laser will turn on. No, this is your quiz. Which type is not very effective against electric type? Gut. Ach, der kämpft dann gegen einen. Der Recht hat gar nicht gegen uns gekämpft. Ah, okay. Gut, das heißt, der Rechte war optional. Ja, warum ich gerade nichts gesagt habe, ist halt einfach, weil ich legit überlegen musste, ob er meint, weil es ist früh, ich habe es ja gerade schon gesagt, ob er meint, ob was effektiv gegen Elektro ist oder ob es nicht effektiv ist. Da musste ich gerade nochmal im Kopf in Anführungszeichen Revue passieren lassen. Ja. Heute läuft's auf jeden Fall. Läuft bei mir auf jeden Fall. Aber ich freue mich trotzdem drauf. Ich freue mich drauf. So, hier haben wir halt natürlich nichts. Er kann Verfolgung haben. Juckt mich aber ehrlich gesagt gar nicht. Gehen wir an Mr. Slime? Überleben Mr. Slime eine Attacke auf Level 16? Nein. Die Antwort ist definitiv nein. Gut, dann gehen wir trotzdem Albert. Und wir können Grassnorn. Das hat legit gar keinen Schaden gemacht. Und er macht mir 3 Millionen Schaden. Gut, dann machen wir Volt-Switch, weil wir schnell... Ach ja. Das wird keine gute Folge heute. Oh, fuck my life, Alter. Ich bin so ein PP, das ist einfach nicht mehr normal. Oh mein Gott, ey. Ich bin so ein fucking PP-Ger, ey. Ach, Jaikas, Alter, ey. Das macht alles keinen Schaden. Gut, dann gehen wir gleich heilen und, ja. Ich hab aber gesehen, links und rechts haben sich noch ein paar Leute befunden oder Rätsel oder irgendwas. Schauen wir mal. Schauen wir mal, was da noch auf uns zukommt. Aerial Ace. Das ist eine richtig nice Attacke. Würde ich, glaube ich, gegen Tackle weg. Oder Growl. Ich glaube, wir brauchen Growl hier tatsächlich nicht. Ja. Gut, Aerial Ace. Weg mit dir. By the way. Hier passt das auch, wenn ich es ein bisschen anspreche. Ich wollte ja, warte mal, hier ist ein Quiz. Which type is super effective against electric type ground? So, jetzt haben die es andersherum gemacht, wie ich es vorher dachte, wie es war. Aber ja, es passt jetzt, sag ich mal, zu diesem Projekt, das ich ansprechen möchte. Ich mache ja auch andere Versionen von Pokémon Games, wenn ihr versteht, worauf ich hinaus möchte. Ihr wisst, was ich meine. Das Wort mit H und Ack am Ende. Und eigentlich war ja die fünfte Gen jetzt als nächstes geplant.
aber ich habe mehrere Sachen im Kopf. Als allererstes, irgendwie hätte ich Bock. Morning, Mimsu. This is Hachi. Did I wake you? Seht ihr, er sagt selbst Good Morning, weil er weiß, wahrscheinlich wegen meiner Uhrzeit, es ist morgens. I dressed my throw and it looks even cuter. Okay. Whatever. Egal, auf jeden Fall sind ein paar Sachen geplant. Oh, wir können direkt zum Arena-Leiter. Das hier ist nur Dingenskack. Eko. Okay, gehen wir rein. Und dann labere ich weiter. Ja, mehrere Sachen sind geplant. Sun und Moon. Hätte ich irgendwie Bock drauf, auch wenn das so ein bisschen kritisch ist. Dann eine Fortsetzung von Twisted Rubin, die ich dann zum Beispiel Cleansed Rubin nennen könnte. Weil Twisted ist ja verdreht und es sind Custom Forms und so. Die sind 28 hier. Jesus. Aber ist okay, ich gehe einfach im Beast. War so klar, dass es eine Feuerattacke macht. Das war mir so klar. Und jetzt outspeedet es uns und es killt uns. Es war mir so klar. Dann gehen wir Mr. Slime, Alter. Das sollte Mr. Slime hängen, oder? Ah. Yeah, also einen können wir auf jeden Fall tanken. Können wir ihn burnen? Er Charge Beam. Muss ich jetzt meinen Kopf anstrengen? Ach, wir gehen einfach in Urban, Alter. Urban regelt. Aber ja, Sun und Moon wäre eine Sache. Fünfte Gen wäre eine Option. Und dann, wie gesagt, so eine Cleansed. Nicht Rubin, dann würde ich Cleansed Sapphire, also Saphir machen. Klingt meiner Meinung nach vom Namen einfach geiler. Und ob ich da dann Custom Mons mache, weiß ich nicht. Steht noch in den Sternen. Oder ob ich das normal lache. Ich weiß nicht, was heute los ist. Normal mache, aber die Arena-Leiter sind dann nicht mixed, wie sie normalerweise in meinen veränderten Versionen der Spielen ist. Ihr wisst, worauf ich hinaus möchte. Die würde ich dann auch themed machen. Also Elektro-Arena ist Elektro, dies, das. Aber die haben halt sehr viel Coverage. Da steckt auch Taktik dahinter. Die Fähigkeiten bleiben gleich, die Pokémon haben und normalerweise haben können. Aber ich denke, dass ich manchen Pokémon vielleicht eine Hidden Ability gebe. Als normale Ability und was weiß ich nicht alles. Natürlich ist das schon wieder dieses verfickte Kack-Legendary, Alter. Fight. Wir haben 2 oder 3 Bulk-Ups drin, das macht gut Schaden, wir flinchen. Macht Fire Fang mehr Schaden? Es ist Stab, aber es ist resisted, oder? Dieses Landris ist auch von Typ Boden, oder? Nee, es ist nur Flug in der Form. Ach nee, Boden resistet ja gar nicht. Fire Fang tot. Ich weiß echt nicht, was los ist. Heute ist der Wurm drin, wir scheißen drauf, wir machen trotzdem weiter. Aber ja, es bleiben mehr Optionen, also sehr viele Optionen übrig. Und die allerletzte Option tatsächlich wäre, wie jetzt hier so ein Game im RPG Maker komplett von vorne alleine zu machen. Ich habe da auch schon Vorbereitungen getroffen. Ich habe soweit alles fertig. Ich kann sogar von der ersten bis zur achten Gen. The fuck? Das? Ladder, achso. Ja, von der ersten bis zur achten Gen kann ich die Pokémon reintun. Ich habe die Abilities, ich habe die Moves, ich habe alles, ich habe die Sprites, ich habe die Items. Ich kann sogar Z-Moves machen, Dynamaxing, Gigamaxing, ich kann alles machen, mega. Also, da ist eher alles offen. Vor allem, da ich auch Ruby die Sprache kann, kann ich mir auch eigene Custom-Scripts schreiben und was weiß ich nicht alles. Darauf hätte ich auch Bock, aber das ist so Zeit investieren, Dingens Kacke. Und ich weiß nicht, ob ich darauf Bock hätte, wenn ich ehrlich bin. Ich überlege mir einfach noch, was ich mache. Es sind mehrere Optionen. Alle klinken. Ja. Gut. Heute ist nicht mein Tag. Und ich mache gerade eine Aufnahmesession. Das heißt, die zweite Aufnahme wird wahrscheinlich genauso pepeger wie vorher. Also wie die jetzige Aufnahme hier. Pokegear. Ist da die Map? Ja, okay, gut. Wo müssen wir jetzt hin? Hier kommen wir auf jeden Fall nicht weiter. Das heißt, wir müssen zurück. Und dann runter, oder was? Oder? Nee, das ist auf jeden Fall die Pokémon-Liga. Koriyama. Hier war unser Start, oder? Ja.
Hier war unser Start, okay. Power Area. Red hat irgendwas gerade mit Ferry gesagt oder so. In der Arena und weiß ich nicht alles. Wo müssen wir jetzt aber hin? Rechts können wir auf jeden Fall nicht weiter. Geht es hier nach unten nicht einfach wieder in die Höhle? Flomora Town. Ich glaube, da müssen wir hin. Hat er nicht irgendwas mit Flomora und Ferry gesagt oder so? Kann sein. Wir sprinten da mal eben hin. Hier ist aber die Höhle, ne? Ja, yeah, okay. Gut, dann checke ich noch mal eben hier was ab. Ging es hier noch irgendwo lang oder so? Nee. Hier kommen wir nicht ins Haus. Hier, das heißt, ich muss wieder Schutz benutzen. Wo ist denn der Schutz? Ist der hier? Und ja. Okay, wir haben noch 5 Stück. Aber das sollte aufgehen, oder? Mein Weg war jetzt nicht allzu weit. Oh mein Gott, wir haben kein Rock Smash. Ey, ich kann es nicht oft genug sagen. Ich bin wirklich so froh, dass Game Freak diese OM-Notwendigkeit rausgemacht hat, ne? Kannst du euch nicht sagen. Ich gebe es einfach mal Beast für Coverage, weil Beast hat jetzt nicht die heftigsten Move und hat schon Cut. Wir machen Pursuit weg. Die switchen eh nie raus. Die Bots, von daher. Ja. Ich bin so froh, dass diese VM-Sache. Die ist nicht mehr notwendig. Da bin ich so froh drum. So froh. Ja, wir müssen hier lang, oder? Wait. Warum beißt was an? Ach, weil wir Dingens vorne haben. Albert, ne? Komalat wäre auch ultra poggers, Alter. Wenn wir noch nichts gefangen haben. Diesbezüglich. YOLO-Ball. Ah, ich dachte gerade wieder. Ich dachte wieder, der YOLO-Ball schlägt zu. Tagt und macht übertriebenen Schaden. Wir haben Static. Ich glaube nicht, dass ich mit einem Volt-Switch kille. Safe nicht. Es ist ja vom Typ. Oh mein Gott. Oh, Alter, ich raste gleich aus, ey. Ernsthaft. Bruder, was mache ich hier? Ich glaube nicht, dass ein Volt-Switch killt auf dem Boden-Pokémon. Yeah. Oh, Jesus, Alter, ey. Wir gehen. Wir gehen in Sandy, das passt schon, glaube ich. So, Intimidati. Sandstorm. Alter, das Sandsturm ist schon echt hässlich, ne? Das ist echt eine andere Zeichnung, Alter. Ach, goddammit, jetzt mach nicht diesen Dragon Rage auch noch, Alter. Ey, Jesus! Quick Attack. Okay, The Root Sandstorm. Müssen wir uns heilen? Ich glaube nicht, weil es ein wildes Pokémon ist und wilde Pokémon sind normalerweise so darauf, in Anführungszeichen, programmiert, also hart programmiert, dass sie jeden Move durchklicken, komplett random. Das heißt, er würde nicht nochmal Dragon Rage klicken. Außer man ist unlucky, aber es gibt manchmal solche wilden Encounter. Wie nennen wir es? Ah, Barbara. Nice. Und ich habe Barbara. Ich habe Barbara sogar falsch geschrieben. Aber ist ja egal, es ist trotzdem unsere Barbara. Heute ist echt nicht mein Tag. Ja, heute ist definitiv nicht mein Tag, Bruder. Witzig. Witzig, witzig, witzig. Waren wir hier schon mal? Yes, use a repel.
Ah, hier waren wir schon mal. Wir hatten, glaube ich, noch keinen Rock Smash, oder? Doch. Doch, 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 ich erinnere mich, okay. So, dann jumpen wir hier runter und dann sollte hier der Ausgang sein. Wait. Question mark? What? Der Ausgang? Ich bin so verwirrt. Das Layout macht in meinem Kopf gerade keinen Sinn, aber in meinem Kopf macht auch gerade vieles keinen Sinn. So, wir gehen hier lang, hier lang, hier lang, hier unten. Oh mein Gott. Ich weiß nicht, ob ich noch eine zweite Folge heute aufnehmen möchte. Ich weiß es nicht, wenn ich ehrlich bin. Irgendwie ja nicht. Es ist so schlimm heute. Jesus, ey. Heute cosplay ich Trimax. Ja. Passt auf jeden Fall. Gut, whatever. Ich habe keinen Bock mehr auf diese Lustigkeit. Mal gucken, ob ich noch eine zweite Folge aufnehme. Ich würde aber sagen, das war es auf jeden Fall für die heutige Folge. Ich hoffe, es hat euch gefallen. Wenn ja, lasst einen Daumen nach oben. Das Support ist kein Wort. Abonniere nicht vergessen, um in Zukunft nichts mehr zu verpassen. Und dann sehen wir uns einfach im nächsten wieder. Macht's gut, ich bin raus. Peace.